My name is Samira. In 2014, my life changed forever when I got diagnosed with NMO. Back then, with a rare, barely known, and hard to diagnose disease, I founded the Samira Foundation to give other NMO patients around the world a home base. Today, we want to tell our stories. Am 24. November 2010 hat sich mein Leben komplett verändert. Mein Name ist Matthias Fuchs. Ich wohne in München und ich bin Ingenieur in der Automobilindustrie. So you love cars? Ein bisschen. How many years have you had NMO? Ich habe im Jahr 2012 die Diagnose für NMO bekommen. Tell me about your first symptoms and attack. Für mich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich zu dem Zeitpunkt im Urlaub in New York war und dort am Times Square an diesem hell beleuchteten Platz stand und ich plötzlich auf einem Auge nichts mehr gesehen habe und ich auch starke Schmerzen im Auge hatte. Und dieser Ort war so besonders und deswegen hat sich wahrscheinlich auch dieses Erlebnis und dieser Startpunkt meiner Krankheit so in mir eingeprägt. How long did it take you to see a doctor? Es hat nicht sehr lange gedauert, denn ich bin sofort, als ich hier wieder in München zurück war, zum Augenarzt gegangen, der diese Sehnerventzündung erkannt hat und mich sofort an den Neurologen überwiesen hat. Nach meiner ersten Sehnerventzündung wurde überhaupt kein Anzeichen irgendeiner Krankheit gefunden. 2 Jahre später habe ich beim Wandern gemerkt, dass mir zunehmend schwindelig wird, wenn ich nach unten schaue und dass ich quasi über jeden Stein stolpere, der auf dem Weg liegt. Und so bin ich wieder zum Neurologen, dessen Voraussage 2 Jahre zuvor, dass wir uns wiedersehen, sich da leider bewahrheitet hat. How did you feel when your leg got involved? Im ersten Moment hat mir das gar nicht so viel ausgemacht, da ich kein besonders sportlicher Mensch war und auch kein besonders sportlicher Mensch bin. Ich habe es am Anfang vielleicht auf die zu leichte Schulter genommen. Man selber als Mensch bemerkt es oft auch gar nicht, weil man so in seinem Alltag und seinem Trubel gefangen ist. Oft braucht es wirklich einen Impuls von außen, der zu einem sagt, bei dir passiert irgendwas. Ich möchte das Ganze nicht akzeptieren, ist immer so ein schwieriges Wort. Ich muss es hinnehmen. Ich möchte aber dagegen angehen. Ich will nicht aufgeben, was meinen Körper angeht. From that second attack to diagnosis, walk me through that journey. Ich war in keiner Notaufnahme, weil der Krankheitsprozess in sehr kleinen Schritten vor sich ging. Aber irgendwann führen natürlich auch kleine Schritte zu einer großen Veränderung. Als ich dann schließlich beim Neurologen war, wurde die ganze Bandbreite an Untersuchungen mit mir durchgeführt. Das heißt, Lumbalpunktion, verschiedene Blutuntersuchungen bis hin zum MRT. Mit jeder Untersuchung hat sich ein weiteres Puzzleteil zu diesem Krankheitsbild dazugefügt. Und so stand nach ungefähr einem halben Jahr, nach verschiedenen Diagnosen, das Wort NMO, Neuromyelitis Optica, im Raum. From your initial symptoms until treatment, your first treatment of rituximab, what was that period of time? Meine ersten Symptome traten ja schon 2010 auf. Dann wurde ich 2012 ja mit NMO diagnostiziert. Und dann hat es wirklich 7 Jahre gedauert, bis ich die Antikörpertherapie mit rituximab bekommen habe. Natürlich hat mein Arzt versucht, das Ganze auszuprobieren, welche Therapie wirklich funktioniert,
über Azathioprin, über Cellcept, über MTX. Und diese Medikamente sind natürlich mit ganz wesentlichen Nebenwirkungen verbunden. Bis zu meiner Antikörpertherapie hat es auch deswegen so lange gedauert, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine zugelassene Therapie für NMO war, sondern eine sogenannte Off-Label-Therapie war, die sehr schwierig in Deutschland von der Krankenkasse zu genehmigen ist. Deswegen musste ich auch einen langen Weg durch viele Instanzen gehen, bis die Krankenkasse diese Rituximab-Therapie dann bewilligt und auch bezahlt hat. Was it difficult to find a doctor who knew and understood NMO? Für mich war das ein ganz großer Glücksfall, diesen Arzt zu finden. Er hat damals schon über NMO Bescheid gewusst. Ich glaube, dass das wirklich der absolute Ausnahmefall ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch aus den Gesprächen mit anderen Patienten heraus, dass es durchaus sehr schwierig ist, einen Arzt zu finden, der sich auskennt und dass man auch weite Entfernungen zurücklegen muss, um dann eben zu diesem Arzt zu kommen. Your wife has been a part of your life for over 2 decades. She's been with you before NMO, during NMO, and of course, she's still with you. How important of a role did she play? Meine Frau spielt immer die wichtigste Rolle in meinem Leben. Sie war natürlich auch total verängstigt und beunruhigt, als das Ganze losgeht. Aber sie ist ein sehr pragmatischer Mensch. Sie sagt, was willst du machen und wie kriegen wir es hin? So haben wir unser Leben der Situation angepasst und haben eigentlich auch immer das durchgezogen, was wir wollten. Ganz großer Vorteil ist auch, dass unser Freundeskreis so gestaltet ist, dass die auch eben immer alles mitmachen und keine Berührungsängste haben. Im Kern ist meine Frau meine größte Unterstützung. Sie tritt mir manchmal in den Hintern, wenn ich zu faul bin, aber genauso nimmt sie mich an die Hand, wenn ich mal emotionale Unterstützung brauche. Deswegen ist sie einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben. From your first symptom to now, it's been 11 years. How much have you changed as a person? Ich habe mich äußerlich verändert, dadurch, dass ich einen Rollstuhl benutze. Aber ich habe mich auch innerlich ganz stark verändert. Ich war bis vor kurzem noch dieser absolute Vollgas-Typ. Das hat sich ganz stark verändert. Achtsamkeit mit der eigenen Energie. Es bringt mir nichts, wenn ich meine ganze Energie in der Stadt oder im Büro verpulvere und dann abends für meine Frau keine Energie mehr habe und mich da nicht mehr einbringen kann. Auf seinen Körper zu hören, wenn er sagt, hier ist Schluss, dann ist wirklich Schluss, das zu erkennen, das war ganz wichtig für mich. With illness, specifically NMO, there's so much that we have physically lost. Vision, mobility, sometimes incontinence, so many dysfunctions. But as a person, you've gained so much. Tell me how this has helped you evolve. Ich habe dahingehend gewonnen, dass ich mich mit anderen Menschen viel mehr beschäftige. Dass ich die Situation der anderen gerne verbessern möchte. Das braucht unglaublich viel Mut, rauszugehen und zu sagen, hier bin ich, so wie ich bin. Ich möchte an dieser Gesellschaft und an diesem Leben teilhaben, auch wenn ich diese Krankheit habe. Die Situation von Menschen zu verstehen, die vielleicht am Rand leben, die trotzdem ein wichtiger und wertvoller Teil der Gesellschaft sind. Natürlich, die Krankheit nimmt einem vieles, aber der Mensch ist ja immer in der Lage, sich an seine Situation anzupassen. Let's get to the fun stuff. Matthias, you love to travel. NMO has not stopped you from traveling. I want to know about what is it you love about traveling and has this affected you in any way? Die Art des Reisens hat sich verändert.
Ich persönlich habe meine Art des Reisens ein bisschen dahingehend modifiziert, dass ich gesagt habe, probieren wir mal das Reisen im Wohnmobil aus. Gerade das Thema Inkontinenz, was du angesprochen hast. Eine Toilette dabei zu haben, ist für Menschen mit solchen Problemen der Glücksfall. Kein Einchecken mehr zu haben, vielleicht keinen Weg vom Flughafen zum Hotel. Man muss natürlich der Typ dafür sein. Ich persönlich hätte auch vor 3-4 Jahren nie gedacht, dass ich so ein Fan davon werde. Wir sind früher auch viel mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Gerade das Reisen mit dem Flugzeug ist als Rollstuhlpatient relativ unkompliziert. Es gibt Mobility Service, es gibt Priority Boarding. Es wird einem sehr leicht gemacht. Es gibt einfach Möglichkeiten, wie man reisen kann. Man muss sich halt vorher ein bisschen mehr informieren. Man muss das rausfinden, was man gerne mag. Und dann ist eigentlich das Ziel, wo man hin will, fast schon nebensächlich. Gerade die USA als Reiseziel, die haben ja ein ganz anderes Verständnis im Umgang mit behinderten Menschen als wir hier in Deutschland. Ich finde, die USA ist fürs Reisen als behinderter Mensch mega. Your career is so celebrated. You're an engineer at BMW World and you also love cars. You're now, of course, in a wheelchair. So how have you maintained your love of cars, driving and all of that amidst all of that? Im Moment ist der einzige Unterschied, den ich gemacht habe oder der mich betrifft, dass ich ein Auto mit Automatik fahre. Ich bin eh davon überzeugt, dass eine Automatik das bessere Getriebe ist, aber darüber kann man streiten. Falls meine Behinderung zunehmen sollte, hätte ich kein Problem damit, mein Auto auf Handsteuerung umzubauen. Getting diagnosed in 2012 is very different than getting diagnosed in 2021. From your vantage point, how does it make you feel about the future, seeing how much has happened for the NMO world? Es stimmt mich immer mehr positiv, dass immer mehr Informationen leicht zugänglich werden. Dass es nicht in medizinischen Fachzeitschriften und medizinischer Fachsprache formuliert ist, sondern leicht verständlich für einen Nichtmediziner ist. Dass es Medikamente gibt, die für NMO zugelassen und speziell dafür gedacht sind, ist natürlich ein enormer Fortschritt, denn dieser ganze Aufwand mit Off-Label-Therapie, das wird dem Patienten dadurch natürlich erspart. Matthias, you got diagnosed in 2012. When was the first time you ever reached out to another NMO patient? Ich glaube, es war Ende 2019, als mich jemand in Instagram fragte, kennt ihr NMO? Und ich darauf mit 2 Wörtern geantwortet habe, ich hab's. Ich denke, dass viele Patienten sehr zurückgezogen leben und sich wünschen, mehr Kontakt zu anderen Patienten zu haben. Have you ever met an NMO patient in real life? Nein. But you've connected with so many on social media now. Mit einer Handvoll habe ich engeren Kontakt, mit ein paar mehr eher weitläufigen Kontakt, aber ich denke, so um die 20 Personen könnten es sein, die ich jetzt kenne. So, you were recently appointed the first ambassador of Germany for the Semeyer Foundation. Tell me about what that means for you and what that means for your community in Germany. Dass ich Botschafter für die Semeyer Foundation geworden bin, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Durch die Erfahrungen, die ich mittlerweile mit den anderen Patienten auch gesammelt habe im Austausch mit denen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, einen neuen und anderen Weg, vielleicht auch einen frischeren Weg einzuschlagen. Ich denke, es gibt aber eine ganz große Gruppe von jüngeren Patienten, die gerne sehr offen damit umgehen möchten. Deswegen bedeutet es mir ganz viel, auch dieses Vertrauen. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich freue mich wirklich total drauf.
What is a message that you'd like to give to NMO patients and caregivers living in Germany? Ich möchte einfach versuchen, Perspektiven zu zeigen und aus meinen persönlichen Erfahrungen was an die anderen weiterzugeben, dass eben gerade schlechte Erfahrungen bei den anderen vermieden werden. NMO hat mir viel genommen. Gleichzeitig haben sich aber viele neue Perspektiven für mich eröffnet.